Hallo alle zusammen. Willkommen zur nächsten Vorlesung Multimedia Tools. Diesmal geht es um Webprogrammierung. Wir werden hier erstmal die Grundlagen von dem World Wide Web und HTML sehen, dann noch etwas auf XML eingehen, dann JavaScript behandeln und Beispiele und zum Schluss noch etwas die Programmiersprache Java. Ja, also zunächst das Internet. Das ist, wie der Name schon suggeriert, ein Netz von Netzwerken. Das ist ein globales Netz von Netzwerken oder ein globaler Rechnerverbund und daher auch der Name Internet, Verbindung von Netzwerken. Ja, und kennzeichnend für dieses Internet ist ein gemeinsames Protokoll, das sich TCP/IP nennt. Und das ist sozusagen eine gemeinsame Sprache, die alle diese Subnetze auch sprechen und dadurch auch einfach verbunden werden können. Und durch diese gemeinsame Sprache kann man es auch mehr oder weniger chaotisch oder redundant strukturieren, je nachdem, wo gerade Verbindungsmöglichkeiten sind. Und das funktioniert daher auch ohne zentrale Leitstelle. Hier sieht man als Beispiel das Wissenschaftsnetz der deutschen Universitäten. Das nennt sich auch DFN, Deutsches Forschungsnetzwerk. Und damit sind die deutschen Hochschulen untereinander mit einer schnellen Verbindung verbunden. Und dieses DFN-Netzwerk ist auch mit dem Internet verbunden. Und man merkt, dass es ein Subnetz ist, wenn man zum Beispiel die Latenzen, die Verzögerungszeiten misst zwischen den verschiedenen deutschen Hochschulen, wenn man Netzwerkverkehr drüber schickt. Und da merkt man, dass die Verbindung zwischen den Hochschulen mit einer sehr geringen Latenz funktioniert. Das ist zum Beispiel wichtig für, wenn man zusammen Computerspiele spielen will, Multiplayer-Games, oder auch wenn man zusammen musizieren will. Wenn einer ein Musikinstrument an einem Ort und der andere an einem anderen Ort spielt, das funktioniert innerhalb dieses deutschen Forschungsnetzwerks recht gut, weil da direkte Verbindungen vorhanden sind. Ja, und wenn man dann allerdings außerhalb Verbindungen herstellt, zum Beispiel nach zu Hause über DSL, dann merkt man, dass diese Verbindung deutlich mehr Verzögerung beansprucht und dann funktioniert es mit dem Zusammenmusizieren zum Beispiel nicht mehr. Ja, und das gehorcht dem Client-Server-Kommunikationsprotokoll. Das ist ein Transport von Informationen mittels Datenpaketen. Und dabei ist die Punkt-zu-Punkt-Verbindung die häufigste Verbindungsart. Und hier haben wir jetzt gleich eine World Wide Web-Anwendung. Hier sehen wir den Client. Das ist zum Beispiel unser Rechner zu Hause, wo wir einen Server aufgerufen haben. Ich meine einen Webbrowser. Und in diesem Webbrowser tippt man jetzt eine Adresse ein, www.tu-ilmenau.de zum Beispiel. Und das schickt dann eine Anfrage an den Server. Und dieser Server liefert dann diese Webseite zurück. Der schickt dann die Daten zurück und diese Daten erzeugen dann die Webseite auf unserem Rechner. Und die Anfänge des World Wide Webs waren eigentlich relativ spät, lange nachdem es das Internet gab. Also das World Wide Web ist nicht identisch mit dem Internet, sondern es ist eine Anwendung innerhalb des Internets. Das Internet geht zurück in die 60er Jahre, aber das World Wide Web kam erst in den 90er Jahren. Und der Anfang war in den 90er Jahren im CERN, das ist ein Kernforschungszentrum in der Schweiz mit dem großen Beschleunigerring. Und damals wurde das gebraucht, um die Zusammenarbeit von den vielen Arbeitsgruppen besser zu koordinieren. Und deswegen hat man diese Webseiten mit Links zu Papers eingeführt, zur wissenschaftlichen Veröffentlichung. Ja, der Urbrowser, das war der NCSA Mosaic. Und daraus entstanden dann Netscape, der Internet Explorer, Mozilla und so weiter. Und wie gesagt, der Zweck war ursprünglich die Veröffentlichung
verknüpfter wissenschaftlicher Dokumente durch die Anwendung von Internetverweisen oder Hyperlinks. So soll man dann sie auch leichter wiederfinden können und verknüpfen können. Und der Zweck war zunehmend auch nicht wissenschaftlich, zum Beispiel für Multimedia-Dokumente, Spiele, Formulare, Datenbankabfragen, Shops und so weiter. Und sogar Integration verschiedener Internetdienste wie E-Mail und News in den Browser. Und für alte Browser gibt es hier auch eine Webseite, die alte Browser emulieren. www.déjà-vu.org. Also das ist ein bisschen ein Museum alter Browser. Ja, das ursprüngliche Konzept von World Wide Web ist, nur Informationen über den gewünschten Darstellungsstil zu übertragen, mithilfe der Beschreibungssprache HTML und keine exakte Definition zu haben. Das ist eine Sache des Browsers. Und das hat auch den Vorteil, dass dieser Browser das an die Fähigkeiten des Endgerätes anpassen kann. Zum Beispiel je nachdem, ob man einen hochauflösenden Bildschirm hat oder zum Beispiel ein Smartphone. Ja, und das heißt auch, dass Webseiten in der Darstellung erheblich voneinander abweichen können. Und es gibt auch Text-Only-Browsers, zum Beispiel Links. Das ist wichtig, zum Beispiel, wenn man bestimmte Informationen aus Webseiten extrahieren will und dann weiterverarbeiten will, mithilfe von Programmen. Also das ist hauptsächlich für Programme, Maschinen, die aus Webseiten Informationen extrahieren. Ja, und das erlaubt, Webseiten erlauben halt die einfache Referenzierung weiterer Informationen mittels Links. Und wir haben eine Interpretation der Beschreibungssprache HTML im Browser. Das heißt, unterschiedliche Browser stellen die Informationen teilweise auch unterschiedlich dar. Wir kriegen aber auch eine Fehlertoleranz. Nicht erkannte Tags, also Schlüsselwörter im HTML-Code, werden einfach ignoriert und dadurch wird das Ganze weitgehend aufwärtskompatibel. Das heißt, selbst mit alten Browsern kann man neuere Seiten sich angucken, wenn auch fehlerhaft. Ja, das World Wide Web heute. Neben Informationen wird häufig auch das Layout vorgegeben. Ziel ist eine möglichst identische Darstellung und das ist wichtig für Firmen und Institutionen mit einem Corporate Design. Die wollen oft eine bestimmte Darstellung haben und das geht auch und zwar mittels HTML plus CSS, Cascaded Style Sheets. Und in diesen CSS-Definitionen wird genau vorgeschrieben, wie eine Webseite dargestellt werden kann. Damit verliert man allerdings auch einen Teil der Flexibilität. Neben Informationen werden häufig auch aktive Inhalte eingebaut und Ziel ist dabei eine optische Aufwertung durch Effekte auf der Webseite, zum Beispiel Bewegung, Benutzerinteraktivität, zum Beispiel durch Eingaben oder Buttons oder kleine Programme auf der Client-Seite. Programme, die was berechnen oder zum Beispiel irgendwelche Grafiken berechnen. Das geht mittels JavaScript. Ja, hier die Mittel. JavaScript hatte ich gerade schon erwähnt. ActiveX ist eigentlich obsolet, wird kaum noch verwendet. Java als Applet. Dann Flash ist eigentlich auch obsolet, wird kaum noch verwendet. Was viel verwendet wird, ist HTML5. Das jetzt viele neue Funktionalitäten im Vergleich zu den vorhergehenden Versionen hat. Ja, ein Beispiel hier für einen Browser-Check ist dieser Link, der uns sagt, was ein Browser kann. Um ein wenig Ordnung in die verschiedenen Übertragungsprotokolle zu bringen, wurden sie eingeordnet in dieses sogenannte ISO-Schichtenmodell. Und hier sieht man ganz unten die physikalische Schicht. Das ist praktisch, wie die Daten denn über Kabel oder über Lichtwellenleiter übertragen werden. Und am oberen Ende haben wir die abstrakteste Schicht, also hier die Anwendung, zum Beispiel HTTP als Darstellung von Webseiten.
Ja, und ein Browser würde sich zum Beispiel den Protokollen TCP bedienen hier für die Übertragung der Daten, Transport Control Protocol. Und das ist Teil des Betriebssystems des Computers. Also der Browser kann darauf zugreifen, weil es im Betriebssystem vorhanden ist. Und im Betriebssystem ist auch das sogenannte IP vorhanden, das Internetprotokoll, das wiederum sucht oder stellt die Verbindung her mit den Internetadressen. Und diese Internetadressen dann laufen zusammen mit den Daten, zum Beispiel über Ethernet, dann ins Internet. Ethernet, das ist ja dann unsere Kabelverbindung mit, von unserem Computer. Ja, hier kann man mal den Ablauf sehen. Hier wiederum das Schichtmodell. Hier fangen wir an mit der Originalnachricht. Und das ist dann zum Beispiel unser HTML-Code von unserer Webseite. Und der Browser, der bedient sich dann HTTP für die Übertragung, für die Darstellung dieser Webseite. Dann werden diese Daten zur Darstellung der Webseite mittels TCP in Pakete zusammengefasst und weitergegeben an das Protokoll IP, das Internetprotokoll, was das Ganze mit einer Adresse versieht, mit der Internetadresse. Ja, und hier sieht man dann, wie das in zwei Richtungen funktioniert, zwischen zwei Rechnern, A und B. Also hier sehen wir hier den Rechner A und der hat seine Applikation, zum Beispiel wieder eine Webseite, bedient sich dann TCP für die Übertragung, für die Zerlegung in Pakete. Dann wird mittels dem IP-Protokoll die Adresse hinzugefügt und dann wird es weiter übers Netzwerk übertragen. Hier läuft es dann über das physikalische Netz. Im Netzwerk gibt es dann hier Gateways, also Vermittlungsstellen. Dann läuft es weiter über das Netz und dann läuft es zum Rechner B. Und so kann das dann zum Beispiel hin und her gehen. Ja, okay. Also auf die Weise kann man dann Ordnung in die verschiedenen Protokolle bringen. Ja, zunächst einmal etwas Historisches über HTML, Hypertext Markup Language. Das ist die Sprache zur Beschreibung von Webseiten. Die wiederum basiert auf dem SGML, das ist die Standard Generalized Markup Language. Die ist schon älter, von 1978. Und die wiederum bedient sich dann dem ASCII-Textformat. Das ist einfach die Kodierung unseres Alphabets und der Sonderzeichen und Zahlen. Ja, genau. Und den gibt es schon seit schon längere Zeit. Also 1945 gab es eine Version. In den 60er Jahren wurde es erweitert, zum Beispiel um die Kleinbuchstaben. Aber es ist im Wesentlichen ein sehr stabiler Standard. Und darauf basieren auch Programmiersprachen. Dann basiert darauf dann die Standard Generalized Markup Language auch wiederum für Langzeitstabilität und eben auch HTML. Und genau, wie ich gerade sagte, das wurde dann zur HTML weiterentwickelt, zur Anzeige von Hypertext-Dokumenten. Das wurde dann auch standardisiert. Standardisierung ist wiederum wichtig für Langzeitstabilität und auch Austauschbarkeit. Hier vom World Wide Web Konsortium. 97 wurde standardisiert und die aktuelle Version hier ist wohl 4,0. Und es gibt hier Erweiterungen dazu, serverseitig durch das Common Gateway Interface, CGI und clientseitig durch JavaScript und Cascaded Style Sheets, hatten wir schon erwähnt. Cascaded Style Sheets für eine genauere Darstellung der Webseiten und JavaScript für kleine Programme, die in der Webseite laufen und Funktionalität. Ähnlich wie auch Java. Java-Applets sind für etwas größere Programme.
und Flash war proprietär und es ist inzwischen eigentlich obsolet. Ja, hier mal ein paar praktische Beispiele, damit man sich es besser vorstellen kann. Zunächst mit einer allgemeinen Struktur eines HTML-Dokuments, dann mit einfachen Textauszeichnungen, dann eingebettete Bilder und Multimedia-Inhalte und Formulare. Ja, und die Generierung von nicht aktivem Web-Content geschieht heute zumeist ohne explizite HTML-Kenntnisse mit geeigneten Tools, die HTML generieren, wie zum Beispiel VisiWig-Web-Editoren. Da gibt es einige, im Prinzip wie ein Word-Editor, nur dass man dann statt, sagen wir, PDF, generiert man dann HTML. Da gibt es oft die Möglichkeit Export nach HTML und dann hat man dann eine HTML-Seite, allerdings ohne weitere Funktionalität. Und wichtig auch sind Web-Content-Management-Systeme. Da gibt es dann auch Funktionalität. Beispiel zum Beispiel auch von der TU Ilmenau ist Typo 3. Da hat man praktisch einen Baukasten und Schablonen, um Webseiten zu erstellen und auch mit Funktionalität, die man sich dann aus dem Baukasten zusammenbauen kann. Ähnlich auch Weblogs, zum Beispiel WordPress oder Wikis, da gibt es dann auch Baukästen für. Ja, HTML5 ist auch eine wichtige Weiterentwicklung. Da gibt es zusätzliche Funktionalitäten für Multimedia. Das ist eine Weiterentwicklung von HTML4 und es geht zurück auf einen Vorschlag der Web Hypertext Application Technology Working Group, ein Zusammenschluss von Browserherstellern und das war in 2004. Und hier kriegen wir dann eine einfache Integration von Audio und Video, zum Beispiel Player-Funktionen innerhalb der Webseite. Das heißt, man braucht dann nicht mehr wie früher eine Zusatzsoftware zu installieren, die dann gestartet wird. Wir haben dann eine direkte Einbindung von dynamischen 2D- und 3D-Grafiken ohne Verwendung von Plugins, die man wiederum extra installieren musste. Wir haben ein dynamisches Rendern von 2D-Vektorgrafiken, zum Beispiel Canvas-Elemente. Wir haben Verwendung von lokalem Speicher. Wir haben neue Elemente zur besseren Strukturierung und Gruppierung der Inhalte des HTML-Dokumentes. In Section, Article, Header, Footer, Figure, ähnlich zu LaTeX und neue Cascading Style Sheets in CSS 3. Ja, hier noch einige Beispiele, die in HTML5 neu enthalten sind. Zum Beispiel Geolocation, das ist zum Beispiel wichtig, wenn man jetzt auf eine Karte guckt auf seiner Webseite. Also hier Standortbestimmung durch Auswertung von IP-Adressen, WLAN-Konnektor, Handy-Standortbestimmung oder GPS. Dann haben wir ein Canvas, das ist praktisch ein Fenster zum Zeichnen von Formen, Pfaden, Gradientenübergängen, Bewegungen, Skalierung von Objekten mit Funktion des gleichzeitigen Rendern des Inhaltes. Also da kann man dann schön aktive Grafiken darstellen. Ja, hier mal ein paar hübsche Beispiele. Das könnte ich vielleicht nochmal aufmachen hier. Das Apfelmännchen, das finde ich immer sehr schön. So, versuche ich das mal hier zu kopieren. Copy. Und mal im Browser starten. Firefox. Ja, hier sieht man jetzt, wie Apfelmännchen hier live gezeichnet werden. Und Apfelmännchen ist eine Fraktalgrafik, die berechnet wird. Das ist also nichts, was gespeichert wird, sondern das wird aktiv jetzt in der Webseite berechnet. Und das zeigt eine Funktionalität, die wir durch HTML5 und JavaScript bekommen. Also hier sehen wir auch schon gleich diese sogenannten Radio-Buttons, wo man dann verschiedene Versionen oder Aktionen auswählen kann.
Hier die Berechnungsmethode, hier die Farbvarianten. Dann haben wir hier Koordinaten, die wir einstellen können. Die lasse ich mal lieber so. Und wir haben hier dann einen Zoom. Da braucht man dann nur auf das Bild zu klicken, um zu zoomen. Und hier sehen wir jetzt schon das berechnete Bild des Apfelmännchen. Wie gesagt, das ist rein mathematisch erzeugt. Jedes Pixel hier wurde berechnet innerhalb des Browsers. Jetzt kann ich zum Beispiel mal hier draufklicken und dann sehen wir, dass dieses Bild neu berechnet wird mit einem neuen Ausschnitt. Und jetzt kann ich hier so weitermachen, jedes Mal reinzoomen und kriege dann jedes Mal ein neu berechnetes Bild. Und wir sehen auch, das geht ziemlich schnell. Also hier das Bild, obwohl es aus Tausenden von Pixeln besteht, wird ziemlich schnell berechnet. Jetzt können wir auch mal umstellen hier auf eine zufällige Berechnungsmethode. Das sieht dann ein bisschen anders aus. Da wird es nicht mehr systematisch berechnet, sondern wird jedes Mal ein Pixel zufällig herausgepickt und der dann berechnet. Und dadurch kriegen wir jetzt einen anderen Bildschirmaufbau. Wir sehen, dass es auch nicht so schnell geht, weil eben zufällig. Dafür haben wir aber diesen interessanten Effekt hier. So ein bisschen wie Schneefall, der dann eine Struktur ergibt. Das macht schon was her. So, jetzt können wir hier mal draufklicken. Ja, sieht auch interessant aus. Also das sind so hübsche Sachen, die man jetzt mit diesem Canvas-Element und HTML5 und JavaScript machen kann. Okay, wieder zurück zu den Folien hier. Wir haben auch eine direkte Videoeinbindung von Videos in die Webseite. Wir können also Videos abspielen. Allerdings muss das Format dem Browser bekannt sein. Und wir haben auch Drag and Drop auf der Webseite, eine Funktionalität, die es früher auch nicht eingebaut gab. Hier wird mal, kann man eine Audioanwendung sehen, Audio und Grafik. Wir sehen hier HTML5 hier zum einen genommen, um jetzt ein Audiosignal grafisch darzustellen. Hier sehen wir oben einen zeitlichen Plot und hier sehen wir einen Spektralplot, Zeit und Frequenz. Und hier unten haben wir einen Frequenzplot. Also hier haben wir horizontal die Frequenz, vertikal die Amplitude. Und so kann man schön ein Audiosignal analysieren. Hier sieht man dann zum Beispiel so Anschläge, so Klicks. Und hier sieht man im mittleren Diagramm ist horizontal die Zeit, vertikal die Frequenz und dann die Farbe ist die Intensität. Und auf die Weise haben wir dann hier ein sogenanntes Spektrogramm und hier haben wir ein Spektrum. Und das ist hier der Zeitplot. Das heißt, wir können jetzt hier mittels HTML5 zum Beispiel ein Audiosignal entweder von einem File nehmen, einlesen und so darstellen oder auch von einem Mikrofon bearbeiten, während wir das Mikrofon freigeben. Da gibt es dann meistens Freigaben, die wir dann bestätigen müssen, damit dann auf das Mikrofon zugegriffen werden kann, aus Sicherheitsgründen. Ja, hier noch ein paar Beispiele, die in HTML5 neu enthalten sind. Wie schon erwähnt, das Local Storage, das ermöglicht die Speicherung von Daten auf dem Computer durch die Webseite. Ähnlich wie Cookies, aber für größere Datenmengen ausgelegt. Außerdem wird nicht bei jedem Seitenaufruf an den Server zurückgemeldet. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, um auf mehreren Webseiten gleichen interaktiv veränderbaren Inhalt darzustellen und zu verändern. Dann haben wir hier die Webworkers. Das ist ein standardisierter Weg, um JavaScript im Hintergrund laufen zu lassen. Es lassen sich mehrere sogenannte Threads starten, die alle gleichzeitig laufen können, das Multithreading. Das gibt die Möglichkeit, um beispielsweise komplexe Berechnungen, Netzwerkanfragen, Speicherladevorgänge durchführen zu können, ohne dass die Webseite dabei langsam wird. Und das ist zum Beispiel hilfreich bei der Berechnung von diesem Apfelmännchenbild, was wir gerade gesehen haben. Da kann man sich dann vorstellen, dass mehrere Pixel gleichzeitig berechnet werden. Und diese Pixel können unabhängig voneinander berechnet werden und deswegen ist es einfach, die in mehreren sogenannten Threads laufen zu lassen. Also gerade bei rechenintensiven Programmen ist das sehr praktisch. Ja, es gibt dann auch
Formulare. Wir haben bei HTML5 einen deutlich höheren Funktionsumfang gegenüber HTML4 und das auch ohne JavaScript. Wir haben neue Eingabefelder wie für E-Mail, Datum, URLs, Zeitangaben, die Validierung von Eingaben und die Deklarierung von Pflichtfeldern. Das Altbekannte bleibt aber natürlich. Wir haben einzeilige Eingabefelder, die dienen zur Aufnahme weniger Wörter oder einer Zahl. Wir haben mehrzeilige Eingabefelder, die dienen zur Aufnahme längerer Texte, zum Beispiel in einem virtuellen Gästebuch. Wir haben Auswahllisten, das ist eine Liste mit festen Einträgen. Da wird ein ausgewählter Text übertragen. Wir haben Radio-Buttons, das haben wir gerade gesehen in dem Beispiel. Das ist eine Gruppe von beschrifteten Buttons, die der Anwender markieren kann. Und da konnten wir zum Beispiel wählen zwischen der normalen Berechnung und der zufälligen Berechnung. Und dann haben wir hier Datei-Buttons, die erlauben dem Anwender, eine Datei von seinem lokalen Rechner zusammen mit dem Formular zu übertragen zum Server. Ja, hier haben wir dann noch ein paar Eigenschaften. Der Nutzer kann 8-Bit-Farben aus der Farbtabelle wählen mit dem Color hier. Date, es wird ein Kalender angezeigt, in dem der Nutzer eine Auswahl treffen kann. Time, der Nutzer kann Uhrzeiten auswählen und festlegen. E-Mail, da haben wir ein Eingabefeld für E-Mail-Adressen. Es kann zum Beispiel überprüft werden, ob die Eingabe einer E-Mail-Adresse entspricht, also Validierung. Wir haben Search, also ein Suchfeld. Wir haben Output, das ist ein Feld speziell für Ausgaben, zum Beispiel von Berechnungen. Und wir haben auch ein Autocomplete für die Autovervollständigung. Wir haben dann eine Range-Funktionalität, also einen Schieberegler, kann auch sehr praktisch sein. Und wir haben ein Progress oder Meter, eine Fortschrittsanzeige bzw. eine Balkenanzeige. Ja, wir können auch Informationen dann zum Server verschicken, zum Beispiel Formularinhalte per CGI mittels dem Common Gateway Interface. Ja, viele Anwendungsfälle benötigen halt, dass wir dann Daten zum Server schicken. Und das macht dann dieses Common Gateway Interface. Das ermöglicht den Aufruf von Programmen auf Webservern, die Seiten dynamisch erzeugen können. Das ist teilweise so ein bisschen das Gegenstück von JavaScript. JavaScript läuft lokal auf unserem Browser, während dann mittels CGI-Programme auf dem Server laufen können und der dann auf einer mächtigeren Maschine dann auch mehr berechnen kann. Also je nachdem kann man dann ein Programm lokal oder auf einem Server laufen lassen. Ja, Beispiele hier sind Suchbegriffe oder Interaktionen bei Diskussionsforen, automatische Gästebücher oder auch elektronische Einkaufskörbe. Gerade bei letzterem, da müssen wir zumindest am Ende dann übermitteln, was wir kaufen wollen. Ja, wir können auch Formularinhalte per E-Mail zum Server schicken. Ja, also Anwender von einigen Internetprovidern, die Speicherplatz für eigene WWW-Seiten erhalten, haben keine Möglichkeit, CGI-Scripts auf Serverrechnern einzusetzen. Zu diesem Zweck besteht die Möglichkeit, sich Formulare als E-Mail zuschicken zu lassen. Also wenn man Restriktionen hat auf dem Server, dann geht das auch per E-Mail. Ja. Ich denke, bevor wir dann zur XML kommen, zeige ich noch mal eben ein paar Beispiele von HTML, die ich hier habe und die auch auf Moodle vorhanden sind, sodass es jeder ausprobieren kann. Und hier sind ein paar hübsche Beispiele. Also hier ein HTML-File. Das ist im Prinzip nur ein Textfile, so ähnlich wie ein Programmcode. Und das können wir jetzt einfach mal mit einem Editor öffnen. Also hier habe ich es jetzt mal gerade mit einem Editor geöffnet, wo man den Text jetzt sieht, aus dem diese Datei besteht. Und hier in dieser Datei sehen wir jetzt auch tatsächlich die Codewörter von HTML. Also hier, es fängt an mit
Linker Pfeil HTML, rechter Pfeil, und das ist das Codewort für den Beginn einer HTML-Seite. Hier mit Codewort Head und Title wird dann das geschrieben, was dann auf der Webseite oben der Titelzeile steht. Also hier HTML-Beispiel. Also hier sieht man slash title slash head heißt jetzt, hier ist die Definition zu Ende. Und dann hier Body Anfang, das ist jetzt das, was auf der eigentlichen Webseite stehen wird. Hier ist es einfach nur dieser unformatierte Text. Das ist ein Beispiel, Beispiel 2. Und dann hier Ende Body und Ende HTML. Und der Browser wird jetzt diesen Code interpretieren und entsprechend darstellen. Und das können wir sehen, wenn wir einfach mal doppelklicken. Dadurch, dass hier Punkt HTML in der Endung steht, weiß das Betriebssystem, dass es einen Browser öffnen soll. Probieren wir es gleich mal. Doppelklick, genau. Jetzt hat er mal Chrome geöffnet. Und hier sehen wir jetzt, das ist ein HTML-Beispiel. Mache ich das mal wieder zu hier. Gucken mal, wie das der Firefox darstellt. Ja, hier sehen wir, dass es sieht ein bisschen anders aus. Dies ist ein HTML-Beispiel. Ja, und hier sehen wir jetzt die Textzeile, die Titelzeile. Hier in diesem Reiter steht jetzt HTML-Beispiel, das ist der Titel. Der Titel, den wir gerade definiert haben. Und hier sehen wir jetzt unsere primitive Webseite, die nur aus diesem unformatierten Text besteht. Also das heißt, auf diese simple Weise können wir jetzt uns mittels eines Editors, eines einfachen Editors, schon eine Webseite erstellen, wenn wir die Codewörter von HTML kennen. Also das ist schon ganz praktisch. Nehmen wir mal hier das nächste Beispiel, wieder Open mit, sagen wir jetzt mal, mit Pluma. So, jetzt haben wir wieder HTML-Beispiel hier im Titel. Jetzt kriegen wir aber ein etwas ja, aufwendiger gestaltetes Textfeld hier. Wir haben hier H1, das ist das Codewort, und H1 heißt Header 1, also Header Level 1, das heißt Überschrift. Und der Text dazu ist einfache Auszeichnung und hier slash H1 heißt Ende von diesem Header. Und jetzt kommt hier als nächstes der Text. Das ist ein HTML-Beispiel. Und hier dieses B bedeutet jetzt Boldface. Das heißt, das wird jetzt fett geschrieben in der HTML-Seite. Also hier haben wir jetzt nicht unformatierten Text, sondern das ist jetzt formatierter Text. Also zumindest mit einfachen Formatierungen. Also hier Header, das wird dann groß als Überschrift geschrieben. Hier das HTML-Beispiel wird dann fett geschrieben. Und hier dieses BR heißt Carriage Return, neue Zeile. Das heißt, hier kriegen wir einen Umbruch an dieser Stelle. Das heißt, dieser letzte Text erscheint dann auf einer neuen Zeile. So, das können wir auch nochmal öffnen. Sagen wir mal mit Firefox. Ja, und genau das sehen wir. Hier haben wir die Überschrift, groß und fett. Das hat er jetzt automatisch gemacht für Header Level 1. Und dann hier HTML-Beispiel ist fett geschrieben. Das hatte ich jetzt explizit so angegeben als Auszeichnung. Und hier haben wir jetzt den Zeilenumbruch. Die letzte Zeile hier erscheint jetzt auf. Der letzte Text erscheint als neue Zeile. Hat also funktioniert und so sieht man dann auch, wie man jetzt Text einfach formatieren kann. Okay, gehen wir mal wieder zurück hier. Nächstes Beispiel, Bild. Hier kann man ein Bild sehen mit Flash. Also öffnen wir es mal wieder hier mit dem Editor. Also hier haben wir jetzt wieder unser Beispiel. Und jetzt kommt hier ein Bild dazu. Und hier sehen wir jetzt Header Level 2. H2. Das heißt, das ist jetzt eine etwas kleinere Überschrift. Und hier wird jetzt ein Bild eingebunden in den Text mit dem Codewort Image. Und wir haben hier Image und dann hier SRC gleich, also Source gleich. Und hier ist jetzt der Name des Bildes. Das ist jetzt ein Bild, was jetzt tatsächlich hier auch in dieser lokalen Directory vorhanden ist. Also wenn ich hier mal draufklicke, sieht man hier ein Bild
vom IDMT im Bau. Und das muss dann gleich in dieser Webseite erscheinen, wenn alles richtig läuft. Also hier sehen wir jetzt den Namen des Bildes hier und hier Width equals und das sind 600 Punkte. Das heißt, hier ist die Größe des Bildes da angegeben, mit der das Bild in der Webseite dargestellt werden soll. Dann gibt es hier eine neue Zeile und dann haben wir hier ein Object und dieses Object, das ist jetzt hier ein kleines Movie, animation.svf, kann man draufklicken und gucken, ob wir noch was sehen. Ja. Man sieht nicht wirklich viel. Ja, so hier funktioniert es nicht wirklich. Gucken wir mal, ob es auf der Webseite funktioniert. Und ein Type gibt es hier an, das verwendet jetzt Flash. Und da habe ich ja gesagt, das ist schon etwas obsolet. Das ist also jetzt noch nicht HTML5, sondern das verwendet Flash. Und das ist etwas, was jetzt ein Plugin, was installiert sein muss. Hier auch mit Angabe der Darstellungsbreite auf der Webseite und auch der Höhe. So, dann gucken wir mal, ob das auch funktioniert. Open mit Firefox. Genau, also hier haben wir jetzt tatsächlich unser Bild mit der angegebenen Breite. Sehr schön. Und ja, das Video hat jetzt tatsächlich nicht geklappt. Man sieht, dass Flash tatsächlich obsolet ist. Und das ist eben auch einer der Vorteile jetzt von HTML5, dass wir hier keine Applets mehr installieren müssen. So, dann gucke ich mal das nächste Beispiel an. OpenWith, Pluma. Hier haben wir jetzt mal ein einfaches Formular. Hier sehen wir jetzt Header Level 2, Formulare wird hier oben als Text angegeben. Dann haben wir hier fängt jetzt das Formular an mit dem Text Form. Und dann hier Action gleich, Name gleich, Formzahlen. Und dann hier Zahl 1. Hier kommt jetzt ein Input-Feld mit dem Namen Zahl 1. Und noch ein Input-Feld mit der Zahl 2, mit dem Text Zahl 2. Und dann haben wir hier einen Button. Wir haben Typ Button. Das heißt, das ist jetzt ein Button, auf den wir klicken können. Das ist jetzt kein Eingabefeld mehr wie vorher, sondern das ist jetzt hier ein Button, auf den wir klicken können. Der hat hier auch einen Text, mit dem er beschriftet wird, berechne Produkt und das war's dann. Das ist dann das Ende dieses Formulars. Und dann können wir mal gucken, wie das aussieht. Open with Firefox. Genau. Also hier sehen wir, das ist die Überschrift, die zu unserem Formular gehört. Dann haben wir hier diese zwei Eingabefelder, beschriftet entsprechend unserem Text und dann hier diesen Button. Und noch tut er nichts, dieser Button. Wir können hier was eingeben, 3, 4 und wir können drauf klicken, aber es passiert nichts, weil wir noch keine Aktion definiert haben. Ja, aber es zeigt die Struktur eines Formulars. Also hier sehen wir, dass es relativ einfach zu definieren ist. Einfach mit diesem Codewort Form, hier fängt das Formular an und das läuft dann bis hier unten, Slash Form beendet dann das Formular und dann können wir die Arten von Formularfeldern definieren durch diese Schlüsselwörter. Ja, also hier Input für Eingabefelder oder hier Button für die Eingabe von Klicks. Also hier haben wir Eingabe von Text und hier haben wir dann Eingabe von einem Klick auf den Button. Ja, hier haben wir dann noch ein Beispiel zu JavaScript. Hier haben wir jetzt eine Aktion. Das ist im Prinzip jetzt unser Formular, wie wir es gerade hatten, mit den zwei Zahlen und den Button berechne. Jetzt wollen wir aber tatsächlich diese Aktion ausführen. Wir wollen etwas tun mit diesen Zahlen und das können wir jetzt hier mit unserem JavaScript-Textblock machen. Und der wird hier begonnen mit dem Codewort Script. Hier haben wir Script und jetzt definieren wir auch gleich den Typ Type Text JavaScript. Das sagt jetzt dem Browser, dass das folgende JavaScript ist.
Ja, da definieren wir jetzt eine Funktion, zeige Produkt. Und hier in diesen geschweiften Klammern wird jetzt diese Funktion definiert. Hier haben wir die Variable result equals document.form.zahlen.zahl1.value. Und das ist jetzt, wie wir auf unsere Eingabefelder zugreifen innerhalb von JavaScript. Document ist jetzt das augenblickliche Dokument unserer Webseite. Form Zahlen, das ist jetzt der Name von diesem Formular. Hier sehen wir auf Zeile 17 Form Action gleich und hier Name gleich Form Zahlen. Das ist jetzt der Name unseres Formulars und auf diesen Namen greifen wir oben zu. Das heißt, wir wollen jetzt auf etwas innerhalb dieses Formulars zugreifen. Und innerhalb dieses Formulars haben wir Zahl 1 definiert. Das ist hier in Zeile 19. Input Name gleich Zahl 1. Das ist jetzt unser Input-Feld und wir haben diesem Feld den Namen Zahl 1 gegeben. Und damit können wir jetzt von JavaScript darauf zugreifen. Und wenn wir sagen Punkt Value, dann ist das die Zahl, die wir dort eingegeben haben. Also die Zahl, die wir in das Feld eingeben, auf die können wir jetzt zugreifen mit Punkt Value. Also das ist die Zahl, die wir jetzt hier eingegeben haben. Und die wird jetzt multipliziert hier, Stern heißt Multiplikation, mit dem zweiten Eingabefeld und dem Value, dem Wert hier. Das heißt, hier werden einfach diese zwei Zahlen, die wir in die zwei Felder eingegeben haben, miteinander multipliziert und zugewiesen der Variable mit dem Namen Result. Ja, und dann öffnet das hier eine sogenannte Alertbox. Das ist ein kleines Extrafenster. Und in dem steht dann drin Ergebnis als Text, als String, plus Result. Das Plus ist jetzt keine Addition, sondern das hängt jetzt die Zahl hier einfach dran. Dieses Result wird dann als Text interpretiert und einfach hier dran gehängt. Ja, und das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Button klicke, dann muss hier auch noch eine Aktion definiert werden. Und das sieht man jetzt hier am Ende. Also hier vorher hatten wir nur Value, berechne Product und jetzt kommt hier noch OnClick gleich. Das heißt, hier ist die Aktion jetzt definiert, die ausgeführt wird, wenn wir klicken. Und wenn wir klicken, dann wird zeige Produkt ausgeführt. Also diese Funktion, die wir oben definiert haben. Zeige Produkt ist diese JavaScript-Funktion und die wird dann hier unten aufgerufen. Ja, und das können wir gleich mal ausprobieren. JavaScript open with Firefox. So, jetzt machen wir wieder 3, 4 und dann berechne Produkt. Ergebnis 12. Ja, das heißt, dies ist jetzt unsere Alertbox und die zeigt jetzt das Ergebnis an. Und wenn ich auf OK drücke, verschwindet sie wieder. Also, das hat in der Tat funktioniert. Und ich weiß auch nicht, ob man den Text hier so gut sehen kann. Ich kann das hier auch öffnen mit Gedit. Der hat das Ganze hier schwarz auf weiß. Ist vielleicht ein bisschen einfacher zu sehen dann. Also hier unten OnClick gleich zeige Produkt. Und der springt dann hier zu dieser Funktion und dann werden hier die beiden Zahlen miteinander multipliziert. Dann wird hier die Alertbox geöffnet und das Ergebnis angezeigt. Ergebnis und dann hier plus Result wird dann angezeigt. Also hier sieht man jetzt auch, wie wir kleine JavaScript-Funktionen oder Programme hier einbinden können. Ja, und ich habe dann hier auch noch ein etwas größeres Beispiel. Mal wieder Gedit. Hier sehen wir jetzt einen wissenschaftlichen Taschenrechner, den ich mal so aus Spaß programmiert habe. Und hier sieht man jetzt am Anfang von diesem File erstmal hier Title. Das ist der Text, der auf dem Reiter dann erscheinen wird, wenn wir das File öffnen. Und wir fangen an mit JavaScript. Und hier werden einfach jetzt verschiedene Funktionen definiert. Nicht nur eine Funktion, wie gerade eben, sondern viele verschiedene, die wir jetzt alle über verschiedene Buttons auch starten können. Also hier init, das ist eine Funktion, die dann aufgerufen wird, wenn wir den Return-Button, wenn wir die,
Seite starten. Dann wird hier alles initialisiert. Dann hier die Funktion berechne. Die verzweigt jetzt zu verschiedenen anderen Funktionen. Da haben wir dann hier Inputs n, x, y, z. Und n ist jetzt die Funktion, auf die wir dann verzweigen. Hier habe ich hier eine Switch-Funktion. Und je nach dem Wert von n wird auf die verschiedenen Funktionen hier verzweigt. Hier sehen wir dann Ergebnis gleich. Das ist jedes Mal ein Ergebnis, was berechnet wird, aber mit verschiedenen Funktionen, die wir hier sehen können. Und diese Funktionen, die wir hier sehen, das sind meistens Funktionen, die innerhalb von JavaScript definiert sind, also JavaScript-eigene, zum Beispiel hier dieses math.log. Guck gerade, ob ich das hier irgendwo... Nee. Also das ist eine JavaScript-eigene Funktion, die hier angewendet wird. Aber hier zum Beispiel dieses GCD oder J, das sind Funktionen, die ich hier noch weiter unten extra definiere. Genau, jetzt haben wir hier noch Funktion Enter. Das ist jetzt ein Button. Hier wird definiert, was diese Funktion macht. Dann hier die Funktion PrimeTest. Hier ist eine etwas längere Funktion, die berechnet, ob eine Funktion eine Primzahl ist oder nicht. Hier ist eine Funktion, die dieser Primzahltest aufruft. Auch eine mathematische Funktion zum Testen, ob etwas prim ist. Dann hier eine Exponfunktion, die ganzzahlige Exponentierung macht. Hier Funktion GCD, Greatest Common Divider, der größte gemeinsame Teiler zwischen A und B. Und so haben wir hier verschiedene, auch spezialisierte mathematische Funktionen, die man zum Beispiel auf normalen Taschenrechnern nicht findet. Die können wir uns hier selber definieren. Also das ist der Vorteil von so einem JavaScript-Taschenrechner, dass wir uns da unsere eigenen Funktionen definieren können, die man sonst vielleicht nicht so findet. Ja, hier sind wir jetzt fertig mit JavaScript. Kann man sehen hier slash script, da ist JavaScript beendet. Und slash head, da ist die Definition der Kopfzeile beendet. Und hier fängt der Body an. Ich habe jetzt praktisch Script in unserer Kopfzeile versteckt. Hier im Body, das ist jetzt unsere eigentliche Webseite. Und zunächst definiere ich hier mit Background Color die Hintergrundfarbe. Also das ist hier, sind jeweils zwei 4-Bit-Zahlen, also zwei von diesen Hexadezimalzahlen definieren ein Byte und jedes Byte definiert eine Primärfarbe. Also hier Rot, Grün und Blau. Und Hexadezimal, das sind ja jeweils Werte von 0 bis 15. Das heißt, A entspricht dem Wert 10. Hier entspricht nochmal dem Wert 10 und die erste Stelle hat 16 mal die Wertigkeit der nächsten Stelle. Also das hier hat die Wertigkeit 1, das zweite A, das hat die Wertigkeit 16. Das heißt, wir haben hier 10 mal 16, genau. 160 plus 10, das wäre 170. Und für jede Primärfarbe haben wir halt einen Wertebereich zwischen 0 und 255. Das heißt, 255 ist volle Leuchtkraft, bei 0 ist keine Leuchtkraft, also schwarz. Das heißt, hier haben wir etwas mäßig stark rot. FF ist jetzt die volle Stärke, F ist das Maximum. Volle Stärke für grün. Und C ist wieder mäßig stark für blau. Das heißt, wir kriegen da so ein blau-grün so ein bisschen als Hintergrund. Und dann haben wir hier das Formular, hat den Namen Rechner und Aktion onSubmit. Das ist, wenn wir jetzt die Enter-Taste drücken, dann kriegen wir hier die Ausführung von unserer Funktion Enter. Und dann dies hier. Hier haben wir jetzt die Input-Werte. Also hier haben wir ein Input-Feld für den Z-Wert. Und der hat den Text Z-Wert und eine Breite von 80 Zeichen. Und hier haben wir eine neue Zeile. Dann haben wir ein zweites Input-Feld mit dem Text Y-Wert
auch 80 Zeichen breit. Und dann das nächste Inputfeld hat den Namen X-Wert, auch 80 Zeichen breit. Genau, dann haben wir hier wieder eine neue Zeile. Und nach diesen drei Eingabefeldern kommen hier Buttons. Jetzt sehen wir hier, nach dem Zeilenumbruch kommt hier der Button Reset. Auch der wird der Rechner initialisiert. Dann haben wir den Button Undo. Da werden die alten Werte wieder reingenommen in die Zeilen. Das heißt, ich habe hier alte Werte abgespeichert und wenn ich mich versehen habe, kann ich mit Undo diese alten Werte wieder in die Felder zurückholen. Das ist manchmal ganz praktisch und das ist auch etwas, was die meisten Rechner nicht haben. Ja, dann habe ich hier Input Submit, Value Enter. Das ist also, wenn ich den Return Key auf der Tastatur drücke, können wir hier abfragen. Dann haben wir hier einen weiteren Button mit dem Text Drop X. Und da wird einfach dann berechne 30 aufgerufen. Hier berechne, das ist unsere JavaScript-Funktion. 30 ist unser klein n, da wird entsprechend verzweigt und hier werden dann diese drei Felder übergeben und da wird dann die entsprechende Funktion ausgeführt. Hier an dem Button, wo die Werte in den Feldern x und y einfach addiert werden sollen, das wird dann hier mit der Verzweigung 9 gemacht. Da werden zwei Werte addiert und die Summe kommt dann in das Feld x. Das macht diese Funktion. Ähnlich für x minus y, x mal y. So kann ich hier verschiedene Buttons definieren. Und jedes Mal wird diese Funktion berechnen ausgeführt, aber mit einem anderen Verzweigungswert hier. Das ist diese Switch, der Switch-Befehl, der dann immer entsprechend verzweigt. Ja, so kann ich mir einen Taschenrechner definieren mit vielen Buttons und vielen Funktionen, die dann hier entsprechend ausgeführt werden. Einfach alles hintereinander gehängt. Ja, genau, hier sind dann meine ganzen Buttons. Hier kann ich auch speichern. Das ist jetzt auch mal interessant, weil hier wird jetzt der lokale Speicher verwendet. Und hier sieht man, deswegen wird hier nicht die Funktion berechnen ausgeführt, sondern onClick gleich document.cookie. Gleich document.rechner.xWert.value. Das heißt, hier wird der Wert aus dem X-Eingabefeld genommen und gespeichert in dem Cookie von diesem Dokument. Und das kann man auch wieder zurückholen mit dem nächsten Button hier, Recall X. Da sieht man hier OnClick und da haben wir jetzt das document.rechner.xWert.value, dieses Eingabefeld. Das kriegt jetzt den Wert von document.cookie. Das heißt, hier sieht man jetzt, wie wir jetzt den Cookie unserer Webseite verwenden können, um Werte abzuspeichern. Und dieser Wert, der könnte auch beim nächsten Start des Rechners noch da sein, wenn er nicht zwischenzeitlich gelöscht wurde. Und das ist eben auch das, wo wir jetzt aufgrund der Datenschutzverordnung auf den Webseiten jedes Mal eine Anfrage schicken müssen. Ist es okay, dass wir Cookies verwenden? Ja, nein. Oder einfach nur die Ankündigung, diese Webseite verwendet Cookies. Genau, und das ist eben genau das hier. Das ist ein lokaler Speicher, den diese Webseite verwenden kann. Ja, und hier ist jetzt unsere Form zu Ende. Hier habe ich noch zwei Zeilenumbrüche und hier ist unsere Form dann zu Ende. Die Form, das Formular mit den ganzen Buttons und hier kommt jetzt noch der Text, ein formatierterer Text mit Erläuterungen, wie das Ganze zu benutzen ist. Und das kann ich jetzt mal ausführen. So, Open with Firefox. Genau, hier ist jetzt mein Rechner. Ich habe jetzt keine Warnung, dass da Cookies verwendet wird, weil das halt zur persönlichen Benutzung ist. Und hier kann ich jetzt Werte eingeben, also zum Beispiel 3, 4, zwei Werte und dann hier x mal y eingeben. Und in der Tat, das Ergebnis erscheint dann hier in dem X-Feld, was gleichzeitig als Ausgabe dient.
Und das hat auch den Vorteil, dass wir hier so Kettenoperationen durchführen. Also ich kann hier jetzt immer weiter auf x mal y drücken und jedes Mal multipliziert es dann mit 3. Ja, und dann können wir hier auch Reset drücken, dann ist wieder alles weg. Können auch 3, 4, wenn wir es wieder mal. Wir können auch Undo machen, genau, manchmal Undo. Dann haben wir hier den letzten Wert, der hier jetzt einfach zurückgeholt wird. Ist auch ganz praktisch. Und hier dieses Store X. Jetzt nehme ich mal diesen X-Wert und speichere ihn mal. Und jetzt mache ich mal hier Reset. Ist alles weg. Und jetzt mache ich mal Recall. Jetzt ist die Zahl wieder da. Also das funktioniert, weil wir hier Cookies verwenden. Und das sind auch so typische Anwendungen von Cookies für solche Berechnungen. Oder meistens sind das dann irgendwelche Einstellungen auf Webseiten, die die Webseite behält für den nächsten Start der Webseite, um zum Beispiel zu vermeiden, dass man da irgendwelche Einstellungen wieder jedes Mal neu eingeben muss. Also in der Regel sind das dann Bequemlichkeitsdinge. Teilweise werden Cookies aber eben auch für Werbeeinblendungen verwendet. Wenn dann im Cookie etwas abgespeichert wird, dass ein gewisses Interesse an einem Produkt da ist und man kommt dann wieder zurück auf die Webseite, dann wird zum Beispiel daran erinnert, dass man doch Interesse an diesem Produkt hat. Das sind so weitere beliebte Anwendungen für Cookies. Ja, hier haben wir dann den formatierten Text hier als Anleitung für den Rechner. Ja, und hier unten kann man sehen, der ist auch schon ziemlich alt. Der ist schon 12 Jahre alt inzwischen, dieser Rechner. Funktioniert immer noch. Das ist auch ein Beispiel oder ein Vorteil jetzt von HTML. Das ist wirklich langzeitstabil. Auch wenn es also neue Versionen von HTML gibt, die Browser können immer noch alte HTML-Seiten darstellen. Also das ist sehr praktisch für Archivierung auch. Dass alte Dokumente auch immer noch funktionieren. Okay. Dann wieder zurück zu den Folien. Genau, das hatte ich gerade. Ja, dann die Extensible Markup Language. Ist jetzt verwandt mit HTML. Da haben wir auch eine Strukturierung von, ja, Trennung von Struktur, Inhalt und Layout, um etwas Ordnung in unsere Dokumente zu bringen. Also hier sieht man dann, wir haben eine Struktur, das ist ein Baum oder eine Liste. Dann haben wir den eigentlichen Inhalt, das ist ein Text oder Grafik. Und dann haben wir hier ein Layout, zum Beispiel unser Style Sheet. Und das wird dann zusammengebracht, also die ersten beiden hier zu unserem Dokument und dann mit dem Layout zu der Präsentation. Ja, und XML ist eine textbasierte Meta-Auszeichnungssprache und Merkmale davon sind, durch XML wird ein Dokument in hierarchische Teile zerlegt, den entstandenen Teilen werden Namen gegeben, so wie zum Beispiel gerade Form für Formular. Die Namen und der Inhalt des XML-Dokuments bestehen aus Unicode. Das ist jetzt die neuere Version von ASCII-Text. ASCII-Text wurde erweitert und diese Erweiterung heißt Unicode. Jedes XML-Dokument besitzt eine Baumstruktur, ne, und die Entkopplung von Layout und die Modularität wird ermöglicht, ermöglichen Wiederverwendung, Mehrfachverwendung oder Weiterverarbeitung. Ne, so ähnlich wie jetzt gerade in dem Programm die Baumstruktur, da haben wir das Formular. Innerhalb des Formulars hatten wir dann unsere Eingabefelder und jedes Eingabefelder wiederum hat einen Wert. Das ist eine Baumstruktur. Oder hier ein Beispiel von Adressen. Hier haben wir jetzt unseren Satz von Adressen. Hier haben wir jetzt eine bestimmte Adresse und diese Adresse besteht dann aus einem Namen und der Name wiederum besteht aus einem Vornamen und einem Nachnamen. Hier sehen wir auch wieder die selbe Markierung von Schlüsselwörtern, von Codewords mit diesem linken Pfeil und rechten Pfeil. Ne, hier haben wir Vorname und dann haben wir hier Anschrift und die Anschrift besteht aus Straße, Postleitzahl und Ort. So haben wir dann eine hierarchische Struktur. Und das kann man hier durch diese Baumstruktur darstellen. Hier haben wir die Menge von allen Adressen, dann haben wir hier
die Einzeladressen. Jede dieser Adressen besteht aus Namen und Anschrift und die wiederum sind unterteilt in Name, Nachname und so weiter. Ja, und das Ganze kann ausgelesen werden oder interpretiert werden durch einen sogenannten Parser. Der nimmt jetzt unser XML-Dokument und interpretiert es dann entsprechend den Codewörtern und stellt es dann dar als Text. So wie der Browser das gemacht hat mit den Eingabefeldern, den Buttons und dann den Erklärungen. Ja, genau. Hier gibt es noch eine Literaturempfehlung zum XML. Ja, JavaScript haben wir jetzt gerade schon gesehen in meinem kleinen Beispiel. Das ist im Prinzip eine einfache Programmiersprache, ähnlich wie früher Basic auf den ersten PCs. Es war früher auf jedem Rechner, weil es noch nicht viel Software gab und damit konnte man einfache Programme selber schreiben. Das war damals, musste man das, weil es nicht viel Software gab. Inzwischen ist es vorteilhaft für spezialisierte Programme, für, sagen wir, für spezielle Firmenanwendungen oder speziell für bestimmte Webseiten. Da ist es dann immer noch sehr praktisch, eigene Programme schreiben zu können. Und heutzutage macht man das halt mit JavaScript statt Basic, weil JavaScript sehr viel komfortabler und leistungsfähiger ist. Man kann leicht einfache Programme schreiben, ohne zusätzliche Software zu installieren. Ein einfacher Editor reicht, wie ich es gerade gezeigt habe. Mit Pluma oder gedit kann man seine Programme schreiben. Braucht man keine große Software. Das läuft auf jedem Rechner, der einen Browser mit JavaScript-Funktionalität hat, also auch auf Pocket-PCs, Smartphones, Windows, Linux, macOS, also sehr universell. Man braucht nur einen Browser. Das ist das Einzige. Wir haben keine Kompilierung, die nötig ist, anders als Programmiersprachen wie zum Beispiel C, die erstmal kompiliert werden müssen, oder Java muss auch kompiliert werden. Wir haben direkt den Text, den Programmtext, den wir auch gerade gesehen haben und können auf die Weise auch leicht modifizieren und testen. Man braucht es nicht jedes Mal neu kompilieren. Problem als Programmiersprache ist, wir haben keinen Dateizugriff aus Sicherheitsgründen. Das heißt, wir können zwar auf unsere Cookies zugreifen, die wir gerade gesehen haben, aber sonst nichts. Und das ist in der Regel gewünscht aus Sicherheitsgründen. Manchmal ist es aber auch ein Hindernis. Ja, genau, also allgemeines. JavaScript ist eine Skriptsprache, um WWW-Seiten dynamisch zu gestalten. Animieren von Links, Öffnen kleiner Werbefenster, hat nur wenig Gemeinsamkeit mit Java, wurde 1995 von Netscape eingeführt und lizenziert und die JavaScript-Grundlagen sind standardisiert nach der Internetsprachenstandard ECMA 262 und auch ISO IEC 16262. Kann man auch hier in diesem Link sehen. Ja. Wie schon erwähnt, ist eine einfache Programmiersprache ohne Arbeitsspeicherverwaltung oder Dateioperationen. Und diese JavaScript-Skripte werden entweder direkt in den HTML-Code eingebaut, wie wir es gerade gesehen haben, oder in einer externen Datei abgelegt, die dann vom HTML aufgerufen wird. Das heißt, das ist sinnvoll, wenn man jetzt wirklich große Programme in JavaScript hat. Was es auch gibt, die legt man dann besser separat ab, um Ordnung zu halten. Fehler im JavaScript-Code führen zu Fehlermeldungen im Gegensatz zu HTML-Code. Ja, und nahezu jeder Browser unterstützt JavaScript, aber ältere Browser-Versionen unterstützen unter Umständen neue JavaScript-Funktionen nicht. Und wir haben, wie schon erwähnt, kein Kompilieren, sondern Quelltext wird zur Laufzeit vom Browser interpretiert, ähnlich wie Batch-Dateien oder Shell-Scripts, wenn das was sagt. Wir haben auch den Microsoft Internet Explorer, der interpretiert auch Microsoft eigene Sprachvariante JScript. Das ist so ein bisschen ein Ärgernis für Webseitendesigner, die müssen dann immer abfragen, was für ein Browser ist denn da jetzt gerade.
Und aber in letzter Zeit scheint es wieder mehr zu konvergieren. Also Microsoft scheint weniger Interesse daran zu haben, eigene Varianten zu haben. Ja, genau. Wir haben hier also Elemente in HTML-Text. Das heißt, wir haben hier keinen komplexen Programmcode, sondern Aufruf bestimmter Methoden, Funktionen, Objekte und Eigenschaften. Und der Aufruf erfolgt über sogenannte Event-Händler. Zum Beispiel dieses OnClick, das war ein Event-Händler. Das sind JavaScript-eigene Attribute und HTML-Text. Und das sind ein Bindeglied zwischen HTML und JavaScript. Ja, wie gesagt, zum Beispiel dieses OnClick. Für jeden möglichen Event-Händler ist festgelegt, in welchem HTML-Tag er vorkommen darf. Und hier sind noch mehr Beispiele. Das OnClick hatte ich gerade erwähnt. Dann gibt es zum Beispiel noch OnChange bei erfolgter Veränderung, OnError im Fehlerfall, OnLoad beim Laden einer Datei, OnSubmit beim Absenden eines Formulars. Das ist meistens, wenn man die Return-Taste auf der Tastatur drückt. Ja, genau. Also hier JavaScript-Funktion im HTML-Dokument haben wir gerade gesehen mit Event-Händler und Zugriff auf Dokumentelemente wie zum Beispiel diese Formularfelder bei dem Taschenrechner zum Beispiel. Ja, hier ist nochmal ein Beispiel von eingebettetem JavaScript-Code. Das ist genau das, was wir jetzt gerade gesehen hatten. Deswegen gehe ich da nicht nochmal genau drauf ein. Und hier, das ist auch das, was wir sehen mit der Alertbox. Hier erscheint die Alertbox. Hier ist dann der Text und hier ist dann das Ergebnis, was vom JavaScript-Programm ausgerechnet wurde. Ja, und das Sicherheitskonzept von JavaScript ist, dass wir keinen Dateizugriff haben. Ja, es ist sozusagen, läuft nur im Browser und hat nur Zugriff auf die Cookies. Wir haben aber auch keine Codeüberprüfung. Ja, und Beispiele von Sicherheitslücken sind zum Beispiel sowas wie Denial of Service Attack. Und das heißt, der Rechner wird mit Prozessen oder Fenstern überhäuft und dadurch wird der Rechner langsam oder man klickt ständig die Fenster zu und plötzlich klickt man auf etwas, was man nicht tun sollte, und dann wird eine Funktion ausgeführt, die man nicht sollte. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was schon gemacht wurde. Dass unter diesen vielen Fenstern, die man zuklickt, auf einmal einer ist, der etwas ausführt, dass irgendwas irgendwohin geschickt wird. Und das ist so eine gewisse Sicherheitslücke. Aber das ist etwas, was man dann auch vermeiden kann, wenn man achtsam ist. Ja, oder das Skript führt nicht angekündigte Aktionen aus. Hatte ich gerade schon erwähnt, wenn viele Fenster übereinander sind oder zum Beispiel Vorspiegeln von Webseiten anderer Anbieter und Versenden eingegangener Daten an nicht spezifizierte Empfänger. Und das wird oft zum Phishing verwendet. Das ist jetzt nicht JavaScript-spezifisch, sondern das ist das Prinzip von Phishing, dass Webseiten vorspiegeln, jemand anders zu sein und zum Beispiel vorspiegeln, sein E-Mail-Provider zu sein und sagen, jetzt gib mal dein Passwort ein, und auf die Weise wird dann Zugriff zu den E-Mail-Konten erlangt. Und das war zum Beispiel wie zum Beispiel bei den amerikanischen Wahlen die Server von den politischen Parteien gehackt wurden. Da wurde einfach dann geschickt an Politiker eine E-Mail zu sagen, dein E-Mail-Account, da gab es verdächtige Aktionen. Gib mal dein Passwort nochmal ein und ändere dein Passwort. Und in Wirklichkeit war diese Webseite jetzt nicht von einem E-Mail-Anbieter, sondern von russischen Hackern. Und die hatten dann auf die Weise Zugriff zu den sämtlichen E-Mails der Politiker. Also das funktioniert im Prinzip relativ simpel und ohne großes Hightech. Müssen nur gut sein, die so zu tun, wie diese Webseite, wo die ihre E-Mails dann normalerweise haben. Ja, Java, wie schon erwähnt, ist eine Programmiersprache, auch von 1995. Sun besitzt Schutzrechte auf den Namen. Die Sprache ist jedoch im Allgemeinen kostenlos für alle Computersysteme verfügbar.
1997 gab es einen Versuch, Java als offizielle ISO-Norm zu verabschieden. Das ist allerdings gescheitert. Und es ist nicht nur für Programmierung von Unix-Workstations und PCs, sondern auch für Mikrocomputer, für Haushalts- und Industriegeräte wie zum Beispiel Waschmaschinen, Autos, Verkehrsampeln, Kreditkarten, Sicherheitssysteme, TV, Set-Top-Boxes für intelligente Fernsehapparate und hat da schon eine weite Verbreitung. Und Vorteil ist eben, dass es ein gutes Sicherheitssystem hat. Also wir haben hier eine plattformunabhängige Programmdatei. Das ist ein wesentliches Merkmal von Java, dass die Executables auf der Java Runtime Engine laufen und die ist wiederum auf allen Betriebssystemen so, dass dieses Executable immer verstanden wird. Das heißt, man braucht es nur einmal kompilieren und es läuft dann auf allen Maschinen, die diese Java Runtime Engine haben. Ja, außerdem ist die Programmierung objektorientiert, was vorteilhaft ist. Wir haben eine sichere Speicherverwaltung, eine Sandbox, die durch diese Java Runtime Engine gegeben wird. Diese Java Runtime Engine, die führt das Programm aus und die achtet auch darauf, dass nichts Falsches gemacht wird. Ja, das heißt, wir haben eine Abgrenzung der nutzbaren Systemressourcen, die nicht immer vorhanden sein muss. Eine Syntax ähnlich wie bei C und C++ und umfangreiche Klassenbibliotheken, das heißt viele Funktionalitäten. Ja, die Java Applets, die laufen unter Kontrolle des Browsers und in einer Sandbox. Das heißt, das wird jetzt von einem Browser ausgeführt und der achtet dann auch darauf, dass da nichts Falsches gemacht wird. Nachteil dadurch, ein sehr eingeschränkter Zugriff auf Hardware- und Betriebssystemsteile. Und das benötigt die Java Virtual Machine, JVM, und die Java Virtual Machine muss an die Zielplattform angepasst sein. Das heißt, die muss da installiert sein. Vorteil dadurch ist, dass das Applet plattformunabhängig ist. Ja, und wenn es im Browser läuft, dann beginnt der Programmlauf mit der Methode init. Und Java Applets sind Unterklassen der Klasse Applet. Der Browser muss Applets unterstützen. Ja, hier ist das Sandbox-Prinzip. Zugriff des laufenden Applets auf Client-Rechner wird eingeschränkt. Das heißt, Applets greifen nicht auf lokale Dateien bestimmter Hardware oder Programme zu. Das heißt, eine Sandbox schützt die Umgebung vor der Explosion von Übungsmunition, sozusagen im übertragenen Sinne. Ja, das heißt, wir haben Zugriffsberechtigung auf die Hardware des Clients. Die können erlaubt werden durch Eintrag in der Datei java.policy oder durch das Akzeptieren eines Zertifikats, welches für das Applet bürgt. Ja, hier nochmal das Prinzip der Kommunikation. Wir haben hier unser Java Virtual Machine, JVM. Und wir haben hier dann im Internet unseren Server. Zu Hause haben wir unseren Client, also zum Beispiel unseren Browser, der Java-fähig ist. Und innerhalb des Browsers haben wir unsere Java Virtual Machine, die dann eine Sandbox enthält, innerhalb derer denn das Applet läuft. Und dieses Applet, das kann dann zum Beispiel mit dem Server kommunizieren. Ja, es gibt dann noch Java-Applikationen, wie schon erwähnt, die laufen separat vom Browser. Das ist ein Computerprogramm mit vollem Funktionsumfang und Zugriff auf den Computer. Vorteil gegenüber einem Applet. Und hier beginnt der Ablauf mit der statischen Methode main. Das heißt, wenn man jetzt ein Programm schreibt für den Computer, fängt man mit main an. Für ein Applet fängt man mit init an. Ja, und hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder wird das Programm durch einen Java-Interpreter oder Just-in-Time-Compiler ausgeführt. Das heißt, man hat dann ähnlich wie bei JavaScript seinen Programmtext
und der wird direkt ausgeführt. Oder das Programm enthält eine eigene integrierte Java Virtual Machine. Das heißt, wenn man jetzt das Programm startet, dann startet man eigentlich die eingebaute Java Virtual Machine, die wiederum das Programm ausführt. Nachteil dadurch ist, dass die Applikation plattformabhängig wird, weil diese Java Virtual Machine muss angepasst werden auf die Plattform. Prominentes Beispiel ist Eclipse, das ist eine integrierte Entwicklungsumgebung für Java. Ja, Zusammenfassung: Java und JavaScript. Java ist eine objektorientierte Programmiersprache, entwickelt von Sun Microsystems, läuft mit beschränkten Zugriffsmöglichkeiten auf dem Client in der Sandbox der Java Virtual Machine und ist plattformunabhängig, läuft also auf jedem Client, der eine Java Virtual Machine zur Verfügung hat. JavaScript wurde entwickelt von Netscape zur Gestaltung von Webseiten. Die wird in den HTML-Code integriert und wird vom Browser beim Aufbau der Webseite ausgeführt. Ja, das war's für heute. Danke für die Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal.